Boah, es ist halt echt, es ist echt zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Alter, ich wollte jetzt allen Ernstes, ich wollte jetzt ernsthaft einen Rasenmäher auspacken und die Motorsense auspacken. Regnet's. Alles nass. Obwohl Motorsense geht noch, aber mit normalen Rasenmäher brauchen wir gar nichts mehr machen. Eieieiei. Meine Freunde, wir haben einen Gewinner. Wir haben nämlich einen Gewinner. Und zwar, wir haben nämlich die Challenge, wer als erster da ist und gewonnen hat, meine Damen und Herren, der Mann, ja, der es schafft, auf ein Video über eine Tomatensuppe 1 Million Aufrufe auf YouTube zu bekommen. Ladies and Gentlemen, Kochlust am Start. Zum Thema Kochlust, ich verlinke ihn natürlich auch in der Videobeschreibung. Ein wundervoller Kanal, wenn es darum geht, wie nennt man das, exotische Rezepte? Der leckere. Ein bisschen was Ausgefallenes. Ja, bisschen was Ausgefallenes. Wer mal ein bisschen was Ausgefallenes kochen möchte oder nachkochen möchte, einfach Kochlust auf YouTube abonnieren, meine Freunde. Und hier vor Ort direkte Unterstützung. Wundervoll. Und wir gehen jetzt in die Halle. Abfahrt. Ja! Da ist er! Passt, fertig, oder? 2-3 Meter noch, hä? Weltklasse! So, ladies and gentlemen, während irgendjemand, der Teilnehmer, sich aufgrund der Anwesenheit meines Landwirts, meines Vertrauens und einem Mähwerk auf seinem Traktor das Mähen erspart, haben wir gedacht, können wir jetzt einmal eine Pause machen in diesem Sinne. Cheers! Ja, cheers! Cheers! Boah, der ist aber gut, hä? Lästig, gell? Der schmeckt echt gut, wie Fanta, aber. Der Weiße hat, ohne jetzt Werbung zu machen, der schmeckt irgendwie noch Sprite, oder nicht? Ist das mehr Sprite oder Fanta? Fanta. Dann habe ich mich gestern geirrt, ich weiß es nicht. Jetzt, wo du sagst, vielleicht Fanta mit Sprite gemischt? Aber das ist gut, der, und der schmeckt ganz anders. So, meine Freunde, ihr werdet es kaum glauben, aber auf die Tür. Puh. Auch wenn man es hier vielleicht ein bisschen schlecht erkennen kann. Alles ausgeräumt. Platz für Neues. Und wo haben wir es hingeräumt? So, der Toni, der ist noch mit dem Traktor beschäftigt. Wundervoll, der geht es noch richtig an hier. Aber seht euch das mal an hier. Die Garage war mal leer, ist jetzt wieder voll. Quasi, nee, voll ist nicht, so zur Hälfte. Aber wir haben mal ein bisschen eine Ordnung in das Ganze hineingebracht. Da haben wir jetzt ein paar Dinge noch zu selektieren. Ein bisschen was wird verkauft, ein bisschen was wird verschenkt, ein bisschen was wird dann entsorgt. Und jetzt machen wir ein kleines Mittagspäuschen und dann geht's runter zur Scheune. Dann wird die ausgeräumt. Und dann geht's weiter zum Stall. Und in der Zwischenzeit muss natürlich auch das Haustier wundervoll verwöhnt werden hier. Der arme Hund, ja, wird nie gestreichelt.